Ja, guten Abend, Ahoi und Ohai. Herzlich willkommen zum Vortrag von Maxi. Ihr habt heute die Ehre, den Director's Cut über Gaming im Linux-Bereich zu sehen. Maxi hat diesen Vortrag schon mal in kurz gehalten, jetzt in lang, eine halbe Stunde. Einen großen Applaus, bitte. Ja, vielen Dank, Alex. Wie gesagt, mein Vortrag, die Zeit für Gaming auf Linux ist jetzt. Falls mich hier jemand noch nicht kennt, mein Name ist Maxi Mimlian. Ich komme eigentlich aus dem Chaosdorf in Düsseldorf. Und ich habe mir mal so eine Position ausgesucht. Ich bin ein Senior MLM Evangelist, was natürlich für Max Linux und Mainframe steht. Ich wüsste nicht, für was anderes das stehen sollte. Und wenn ich nicht gerade irgendwie versuche, irgendwelche Spiele ans Fliegen zu bringen, dann bin ich IT-Historiker und gucke gerne Musikvideos. Falls ihr mit irgendwas unzufrieden seid mit dem Talk oder mich korrigieren wollt, schreibt mich an, vielleicht antworte ich sogar. Eine beliebte Frage ist immer so: Aber warum, Max? Warum willst du das eigentlich? Und ich hatte meinen Aha-Moment mit Linux eigentlich so, als ich mir das Steam Deck gekauft habe und dann irgendwann mit einer gewissen Selbstverständlichkeit meine Spiele da gespielt habe und gesagt habe, das ist ja eigentlich gar nicht auf Windows und das funktioniert auch erstaunlich gut. Und irgendwie so alles, was ich auswähle und installiere, das klappt auch ziemlich gut. Und später habe ich mir irgendwie einen neuen Rechner zusammengebaut und ich hatte auch irgendwie keinen Bock mehr auf Windows. Ja, dann gucken wir mal, was so passiert. Und in vorherigen Versuchen habe ich immer mal so geguckt, kriege ich das denn jetzt dieses Mal alles hin, dass alles, was ich machen möchte, auch mit Linux dann funktioniert. Und irgendwie hat es nicht funktioniert, aber ich habe auch nicht aufgegeben und habe es dann immer wieder mal später neu versucht. Und jetzt hat es irgendwie geklappt und das ist ja ganz toll. Wenn wir uns das jetzt mal in der Vergangenheit mal angucken, war das ja mal so, dass es irgendwie so nichts gab. Ne? Also es gab so ein Distro, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ansonsten so, dass ich in den Laden gehen kann und Linux-Spiele kaufen kann, das war die absolute Ausnahme. Es gab so eine Handvoll Spiele. Irgendwie, ich habe eine Kopie von Sacred Gold, die läuft auf Linux, ganz toll, aber ist auch schon Asbach-uralt. Und Dual Boot habe ich auch irgendwie keinen Bock drauf gehabt, weil da muss man irgendwie das Linux runterfahren, Windows hochfahren. Fand ich irgendwie total lästig. Und was es sonst so gab, ja, irgendwie Super Tuxka, das ist ja schon auf der Linux-Distro, kannst du irgendwie zocken, aber hast dann auch nach drei Runden dann auch irgendwie keinen Bock mehr. Und das Ergebnis ist eigentlich immer, wenn du dich so mit Leuten unterhalten hast vor ein paar Jahren, dann hieß es immer so, ja, ich habe da irgendwo noch so ein Windows rumfahren auf irgendeinem PC. Und das war halt so der Status quo, war es jetzt nicht, fand ich irgendwie nicht so cool. Diese Linux-Distro, dieses Mandrake Linux, vielen Dank. Das ist aus dem Jahr 2001 und das wurde tatsächlich zusammen mit Sims 1 verkauft und macht etwas, was heute eigentlich im Grunde genommen das Proton macht oder ein Wine. Weil es ist einfach nur ein Wine mit Added Spices gewesen, was dann halt ein paar Spiele ausführen konnte. In der Zwischenzeit sind so ein paar Dinge passiert. So Wine ist irgendwie ganz schön cool geworden und auch diese 3D-Beschleunigung mit der Vulkan-Übersetzung von DirectX auf Vulkan hat auch irgendwie richtig gut jetzt hingehauen. Und es gab vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist so jetzt um die 10 Jahre her, gab es schon mal so einen Aufschlag von Valve mit den sogenannten Steam Machines. Das waren so PCs, die konnte man sich dann toll irgendwo hinstellen. Da lief dann so ein Debian drauf und das konnte dann auch Spiele machen. Aber da war der Ansatz, das mit nativen Versionen von den Spielen zu machen. Das hat Vor- und Nachteile. Die Nachteile waren halt einfach, dass es zu viel Maintenance war, weil man da dann wirklich nochmal eine eigene Kopie von diesem Spiel irgendwie an die Rampe stellen musste. Und das haben sich viele Entwickler einfach nicht leisten können oder wollen. Und deswegen war das so ein bisschen doof. Und dann waren es eigentlich auch nur bessere Streaming-Maschinen, womit man dann die Spiele von dem anderen PC, auf dem dann so ein Windows flog, dann halt irgendwie dann spielen konnte. Aber auch mit Linux selber ist was passiert. Ich glaube, wer irgendwie vor 10 oder 15 Jahren so versucht hat, mal seinen Rechner mal ins Fliegen zu bringen, das war schon manchmal ein bisschen stressig. Vor allen Dingen so dieser ganze Themenkomplex mit der Grafikkarte. Dieses berühmte Linus Torvalds-Zitat muss ich ja jetzt hier nicht anbringen, aber weiß hier jeder wahrscheinlich noch im Raum. War schon etwas, was das für viele Leute auch unattraktiv gemacht hat, die irgendwie den Einstand dann das Thema finden wollten und dann mit unnötigen Hürden konfrontiert wurden. Jetzt ist halt so das Steam Deck so passiert und das ist halt eine super Sache irgendwie, weil das kommt standardmäßig auch mit so einem Linux und das passt auch richtig auf dieses Gerät drauf, weil wenn man sich so diese anderen Handheld-PCs anguckt, auf denen so ein Windows drauf liegt, die sind auch irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes.
Und der Ansatz ist halt jetzt, anstatt dass man sagt, man bietet native Ports an, baut man an dem Proton bzw. an dem Wine so lange rum, bis halt die Spiele darauf laufen. Und das war meines Erachtens nach bisher jetzt eine gute Entscheidung. Daraus resultieren natürlich auch Erfolge, die wir feiern dürfen, weil im Hardware-Survey sind wir jetzt bei 2% Marktanteil, was ja schon etwas ist, wo es vorher eher so bei 0% war. Ja, vielen Dank. Ja. Und wir haben jetzt auch das große Glück, dass halt auch wirklich Linux da auch berücksichtigt wird bei Spieleentwicklung. Und das Deck Verified Badge, was es dort gibt, das ist etwas, das finden viele, auch Indie-Entwickler, halt erstrebenswert, weil man damit dann halt auch zeigt, okay, gut, das ist halt plattformneutral im positiven Sinne. Und na, auch die Nvidia-Treiber sind jetzt auch so langsam mal Open Source und können auch aus einigen Distros auch mittlerweile direkt aus den Repositories installiert werden. Und das ist so, yeah, jetzt geht's mal richtig los hier. Bei dem 2% Marktanteil, um da nochmal kurz zurückzukommen, da sind auch die Steam Decks mit drin. Wenn man sich also die Statistik aufruft, dann sieht man, Custom APU ist auf Platz 1 bei den Linux-Geräten, was das wohl sein könnte. Komisch. Das sind die Erfolge, die für uns irgendwie ganz cool sind. Aber wenn man sich anguckt, was da noch darüber hinaus passiert, gibt es leider auch ein paar Misserfolge, weil Linux wird jetzt auch bei der Entwicklung von Spielen berücksichtigt. Es gibt ein paar Publisher und Entwickler, die finden das irgendwie ganz doof, dass diese Spiele doch irgendwie auf Linux laufen und bauen dann ein paar Prüfungen rein, um herauszufinden, ja, laufe ich denn in Wine? Ja, dann habe ich eher so wenig Bock, das zu machen. Das ist eine Fehlermeldung aus einem EA-Spiel, die ich bekommen habe, die ist recht eindeutig. Das ist eigentlich, hätten sie auch einen Mittelfinger reinschreiben können, ganz ehrlich. Es gibt auch einige Anti-Cheat-Lösungen, die halt besonders darauf getrimmt werden, nicht auf Linux laufen zu können. Das sind dann solche Party-Tricks wie irgendwie Kernel-Module in Windows oder sowas, sorgen dann dafür, dass da dann auch dementsprechend das dann schnell vorbei ist. Teilweise sogar so weit, dass man auch nicht bei mehr die Singleplayer-Komponente des Spiels spielen kann, sondern schon vor dem Hauptmenü, bevor man irgendwas machen kann, schon das Spiel abstürzt und sagt hier bis hierhin und nicht weiter. Dann gab es noch so ein paar Sachen, die kürzlich passiert sind. Ich glaube, das ist auch irgendwie durch die Nachrichten gegangen. Das Steam Deck darf nicht mehr GTA Online spielen, weil dieses BattleEye Anti-Cheat halt so getrimmt wurde, dass es halt nicht auf Linux läuft. Das ist im Grunde genommen ein Schalter, den man umlegen muss in der Konfiguration. Das heißt, Rockstar hat sich sehr bewusst dafür entschieden, dass es so ist. Im Grunde genommen wollte keiner diese Änderung haben. Anti-Cheat war auch nach einer Woche geknackt und tja. Ich finde, das ist eigentlich ein Negativbeispiel, weil man so zeigt, dass ein sehr beliebtes und erfolgreiches Spiel auf dieser Plattform irgendwie vor die Hunde gehen kann, weil ein Entwickler irgendwie, keine Ahnung, nicht nachgedacht hat oder sowas. Es hat irgendwie eine wertlose Implementierung, die hat kein Problem gelöst. Aber ich glaube, da kommen die ganz knapp über den Deich mit. Ja, ich glaube, ich muss nicht erzählen, vor ein paar Monaten war so irgendwie so Kernel-Module so ein Thema bei Microsoft. Das hat dafür gesorgt, dass so die zivile Luftfahrt irgendwie nicht mehr so wollte. Danach gab es dann so einen tollen Blogpost bei Microsoft, die gesagt haben, ja, Kernel-Module finden wir jetzt auch nicht mehr so geil. Das Anti-Tempering, das schließt ja auch irgendwie so im weitestgehenden Sinne auch Anti-Cheat ein. Aber da muss man auch im gleichen Moment sagen, dass eigentlich die Kernel-Module dann nicht das Problem sind, sondern einfach der Schalter in der Konfiguration vom Anti-Cheat, der dann eigentlich sagt, ob man das darf oder ob man das nicht darf. Wer jetzt hier jetzt sich in Sicherheit wägt und sagt, haha, ich kann das ja in einer VM ausführen und einfach da meine Grafikkarte reinwerfen, das kriegen auch einige Anti-Cheats mittlerweile mit und sagen dann einfach, kein Bock mehr. Gucken wir uns das mal einmal im Gesamtüberblick so an. Wir stellen irgendwie fest, so eigentlich sind mehr Spiele lauffähig als nicht lauffähig. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass die meisten Spiele so Singleplayer-Spiele sind, die dann kein Anti-Cheat haben. Die laufen halt. Wenn der Anti-Cheat nicht im Weg steht, dann der Kopierschutz. Und da gibt es dann auch noch mal ein paar Kuriositäten. Ich hatte höhere Erfolgschancen, indem ich einfach ältere Spiele genommen habe, weil die halt einfach wunderbar schon laufen. Aber unterm Strich, um von einer, ich sag mal, von einer leeren Installation zum laufenden Spiel zu kommen, ist deutlich weniger Aufwand erforderlich, als es noch vor 5 bis 10 Jahren der Fall war. Ja, ein Showstopper ist zum Beispiel der Kopierschutz. Launcher werden halt einfach gepatcht und wenn sie dann auf Linux kaputt gehen, dann ist das dann halt so. Und das ist dann halt eine Ebene, die noch vor dem Spiel passiert. Das war jetzt hier der EA-Launcher, der eine Zeit lang einfach abgestürzt ist, weil er keinen Bock mehr hatte oder sowas.
Und wenn man da dann in die Debug-Logs reingeguckt hat, dann hat er irgendeine PDF-DLL angemeckert, die er nicht mehr gefunden hat, die es aber auch auf normalen Windows in der Form so nicht gab. Irgendwas mit Qt5, würde mich wundern, wenn das jetzt neuerdings mit Windows gebundelt wird, hat dem EA-Launcher halt in dem Moment halt gefehlt. Manchmal sind die Hotfixes in den Experimente-Versions von Proton schon irgendwie drin, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann halt ein Issue bei den Öffnen. Die sind da eigentlich relativ auf Zack unterwegs und das klappt auch ganz gut. Wer Spiele beim Microsoft Store gekauft hat, steckst du nicht drin. Ist seit tot, funktioniert nicht. Wer irgendwie Battle.net-Spiele hat von Blizzard, die funktionieren grundlegend. Also der Installer, der fliegt durch, das klappt auch ohne Probleme. Aber wer in die Nutzungsbedingungen reinguckt, der wird feststellen, wir sind eigentlich ganz böse Leute, wenn wir das machen, weil das ist laut Nutzungsbedingungen nicht erlaubt. Ja, genau. So, dann gibt es noch den Showstopper des Anti-Cheats. Da gibt es so eine tolle Seite, die heißt Are We Anti-Cheat Yet? Die schlüsselt das in einer schönen Grafik auf und gucken wir dann rein und filtern das dann nach dem Anti-Cheat-Hersteller. Dann stellen wir fest, EA hat keinen Bock, 100% der Spiele laufen einfach nicht, ist halt so Pech gehabt. Riot Games ebenso, die haben jetzt für die Windows 11-Version von ihren Spielen haben sie jetzt TPM verpflichtend eingerichtet und Secure Boot vorausgesetzt, also quasi die untere Kante von dem, was Windows 11 haben möchte. Und die haben in einer inoffiziellen Behauptung von einem Entwickler, der irgendwas auf Discord gespielt hat, haben die gesagt, ja, dieses Linux, das kann das ja alles nicht. Das kann ja kein Secure Boot, das kann auch kein TPM. Das ist ja technisch unmöglich und das demonstriert eigentlich nach meinem Verständnis auch einfach ein mangelndes Wissen von der Plattform, auf der die Spiele auch eigentlich perfekt laufen könnten. Nur man hat einfach keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Da sind dann auch so die 7%, da gibt es dann also diese 33 Denied-Spiele, da sind auch Battle-Eye-Spiele dazwischen oder andere Easy-Anti-Cheat, was es da alles gibt. Es gibt auch ein Spiel mit dem Valve-Anti-Cheat, was nicht läuft und auch denied wurde. Aber das ist eigentlich dann auch eher die Ausnahme und belegen auch eigentlich, dass die meisten Spiele laufen. Diese 197 Broken, das hängt halt von der Tagesform des Spiels eigentlich ab. Aber das wird in der Regel schnell nachgepatcht, wenn da irgendwas in der Fritten ist. Wenn wir uns irgendwie die Kompatibilität angucken über die Top 1000 Spiele, die es so bei Steam gibt, stellen wir fest, so irgendwie laufen schon 90% der Spiele in den Top 1000. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Regalhüter, über die wir da reden, sondern das sind die 1000 meistgespielten Spiele. Und das ist etwas, das hätte man vor 10 Jahren, als das Ganze angefangen hat mit den Steam Machines, hätte ich es selber nicht geglaubt. Und ich glaube, auch die Leute, die jetzt da an dem Steam Deck gearbeitet haben und auch mit Proton da nochmal nachgeschärft haben, die sind auch im Positivsten überrascht, dass es so gut funktioniert. Die unterschiedlichen Qualitätsstufen, ich habe das jetzt hier vom ProtonDB einmal die Statistik rausgezogen, die beschreibt quasi, wie viel Aufwand man reinstecken muss, dass das Spiel lauffähig wird. Und Platinum und Gold heißt im Grunde genommen, das Spiel läuft nach der Installation problemlos. Silber heißt so, ja, vielleicht mal 1, 2 Tweaks in irgendwie einen Kommandozeilenparameter dazustellen, dann geht das. Bronze ist kaputt, aber könnte man irgendwie reparieren. Und Borgt ist genau, also eigentlich böswillig kaputt gemacht, läuft halt einfach nicht. Und wenn man das so sich anguckt, so ab Silber, dann sind es hier 87%, das sind für mich fast 90%, Tendenz eher steigend dazu. Und für mich eigentlich ein positives Zeichen, dass auch Linux eigentlich eine taugfeste Spieleplattform ist. Wer sich das selber mit der eigenen Bibliothek mal angucken möchte, kann das bei ProtonDB machen. Da muss man nur kurz die Steam-URL reinkopieren vom eigenen Profil und kann sich das dann wirklich auf die eigene Datenbank bezogen mal anschauen. Da gibt es auch einige, die da 100% Kompatibilität haben. Es hängt halt viel davon ab, was man halt einfach spielen möchte. Ja, es gibt so ein paar Kuriositäten, die einem dann auffallen. So ältere Spiele mit Linux-Portierungen, die sind auch meistens technisch auf dem alten Stand. Das sorgt dann dafür, dass es halt deutlich umständlicher wird, das irgendwie an die Rampe zu stellen. Im weitesten Sinne hat das halt mit den Bibliotheken zu tun, die dann eine spezielle Version erwarten, die dann irgendwie verfügbar sein muss. Das ist fummelig und wenn man dann auch noch dann bemerkt, dass das Spiel selber auf einem alten Stand ist, dann wird es sehr frickelig und da muss man auch dann ganz ehrlich sagen, wenn man Proton aktiviert, kriegt man die tagesaktuelle Version davon. Das ist mir schon bei einigen älteren Spielen aufgefallen. Ein Beispiel, einfach nur der Motorsport Manager. Wenn man da die Windows-Version von hat, dann sind da alle DLCs drin, man kann das ordentlich modden, wenn man darauf Lust hat. Nimmt man die Linux-Version, dann ist das eher so Version 1.0, da fehlt dann irgendwie alles.
Und das ist dann halt von der Güte entweder abhängig vom Publisher oder vom Entwickler, wie viel Herzblut da reingesteckt wird bei der nativen Linux-Version. Die MVPs in dem Fall sind eigentlich Steam mit Proton und der Proton DB und dem Proton Trix. Letzteres ist ein Fork von WineTrix. Also wer das irgendwie kennt, damit kann man dann die Wine- oder Proton-Präfixes dann dementsprechend behaken und dann nochmal was nacharbeiten, wenn das irgendwie notwendig ist. Der Heroic Games Launcher ist für Godot Games und für Epic Store Games gedacht, weil ich glaube, zu Lebzeiten werden wir keinen Epic Games Store mehr auf Linux sehen. Lutritz als Launcher nicht nur für Windows-Spiele, sondern auch für andere Emulatoren und Plattformen und natürlich auch die gescheiten Grafiktreiber irgendwie. Also da hat AMD schon gut vorgelegt, Intel, die Open-Source-Treiber waren auch schon mal ganz gut und Nvidia ist jetzt auch mal endlich nachgezogen. Das muss man denen dann auch positiv mal anrechnen im weitesten Sinne. Wenn man sich Steam anguckt und das vorher noch nie auf Linux installiert hat, dann wird man sich vielleicht wundern. Bei Arch ist es versteckt in den Multilib-Repos. Manchmal muss man auch eine Paketliste nochmal irgendwie nachtragen. Das ist bei Ubuntu zum Beispiel der Fall. Man möchte eigentlich nicht so wirklich die Flatpak-Version haben. Also zumindest bei mir läuft sie immer recht bescheiden. Und die wichtigsten Einstellungen sind eigentlich die, wenn man Steam zum ersten Mal startet, einfach mal für alle Titel aktivieren, für alle anderen Titel, damit man überhaupt die Chance bekommt, nicht nur die Spiele zu spielen, die auch irgendwie vom Publisher als gut empfunden wurden, weil die Kompatibilitätsquote ist deutlich höher als das, was die Publisher eigentlich zugeben wollen. Und wenn man jetzt schon irgendwie ein Windows-Spiel hat, was, ich sag mal, ein bisschen betagter ist und das als extra einfach so ausführen kann, dann kann man das auch als Steam-fremdes Spiel hinzufügen. Dann legt Wine oder Proton halt ein eigenes Präfix für dieses Spiel an und ist dann lauffähig. Das muss dann nur in den Kompatibilitätsmodi einmal aktiviert werden. Wer jetzt schon eine Festplatte voller Spiele hat, die einfach in Linux einhängen und als Bibliothek hinzufügen, muss man nicht neu runterladen, läuft dann direkt los. Ja, nehmen wir mal an, wir wollen irgendwie sofort loslegen. Wir haben Steam installiert und wollen jetzt sofort starten. Any% Glitchless Speedrun, Spiel aussuchen, installieren und loslegen. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier mehr sagen, aber das hat bei mir irgendwie auf über 90% der Spiele zugetroffen. Alles, was ich irgendwie ausprobiert habe, hat irgendwie funktioniert. Es ist tatsächlich unspektakulär und es ist nicht so, als ob da irgendwas einem fehlt oder sowas. Damit ist auch das Thema mit Steam eigentlich schon behakt. Also einfach loslegen und ausprobieren. Ich war selber überrascht im positivsten Sinne. Wer irgendwie Spiele hat, die nicht in Steam drin sind, der sollte sich auch vielleicht mal Lutris angucken, weil das ist ein Launcher-Frontend. Da ist auch Wine und Proton drin. Da kann man aber auch Spiele irgendwie hinzufügen, die in einem Emulator laufen oder irgendwie in der DOS-Box fliegen oder sowas. Und für neuere Spiele gibt es dann manchmal eine skriptgeführte Installation, die patcht dann nochmal so ein paar Bibliotheken nach oder installiert Fonts, die das Spiel benötigt, damit es dann auch inhaltlich korrekt aussieht. Und ich kann da auch direkt dann halt irgendwie Godot Games und Epic Games einbinden, dass ich dann aus dem Lutris heraus dann auch einfach die Spiele installieren kann mit den richtigen Skripten, damit das dann so fliegt. Die Vorteile, im Grunde genommen umfangreiche Einstellmöglichkeiten. Ich kann da wirklich vom Up- und Downscaler bis zur Frameratenbegrenzung, Begrenzung auf gewisse CPU-Kerne, wenn ich ein ganz altes Spiel habe. Das Throttling, das ist das Spiel, wenn es zu schnell läuft, nicht auch wirklich dann quasi zu schnell abgespielt wird. Das kann ich alles drin einstellen. Aber diese Komplexität, die brauche ich auch nur, wenn ich die auch wirklich haben möchte. Ansonsten ist das sehr einfach gehalten und kann auch aus dem Stand eigentlich von jedem, ohne sich größer damit beschäftigt zu haben, dann halt auch genutzt werden. Und man ist natürlich nicht an Steam gebunden. Und dadurch, dass es halt diese Präfix-Mentalität hat, sind die durchaus portabel. Das heißt, wenn ich ein Spiel auf meinem normalen Rechner installiere und das auch auf dem Steam Deck haben möchte, dann kann ich das ganze Präfix einfach auf dem Steam Deck kopieren und habe dann das Spiel auch dort lauffähig. Ja, meine persönlichen Erfahrungen, ich habe da mal irgendwie so meine persönliche Bibliothek mal reingeworfen. Bei Steam sind es 1400 Spiele. Über 70%, die laufen irgendwie so ein bisschen. Wenn ich Live-Service-Games habe, also wirklich Sachen, die regelmäßig gepatcht werden, zum Beispiel die Deadlock-Beta, die gerade vom Valve am Laufen ist, oder Overwatch 2, da fehlt mir im Grunde genommen nichts. Das läuft einfach und ich spiele auch ziemlich viel Overwatch 2 und ich bin da nicht irgendwie schlecht damit aufgestellt, sondern der Battle.net-Launcher, dem ist es im positivsten Sinne egal, ob er irgendwie auf Windows oder auf Linux läuft. Da habe ich keine Beeinträchtigungen feststellen können.
Ich bin auch da im Grunde genommen weiterhin probierfreudig. Also wenn ich mir da die Seiten angucke, dann suche ich nicht speziell nach Spielen, die für Linux laufen, sondern ich gucke erst, welche Spiele es gibt und gucke dann, ob die auf Linux laufen. Und da gab es bisher wenig Showstopper für mich eigentlich. Wer sich irgendwie über Benchmarks Gedanken macht, das war ja auch mal lange Zeit ein Thema. Die Unterschiede sind im weitesten Sinne eigentlich akademisch mittlerweile. Wir liegen bei unter 5%. Meistens ist Linux ein bisschen schneller, manchmal ist Windows schneller. Das ist aber mal so und ist jetzt nicht irgendwie deutlich benachteiligend der einen oder anderen Plattform her. Und wenn ich es benutze, und das war für mich das Wichtigste, ich habe im Grunde genommen eigentlich keine Einschränkungen. Ich nutze das einfach so, das geht so locker von der Hand weg. Mir hat bisher da nichts gefehlt. Das so viel dazu erstmal. Das waren jetzt einfach mal so meine Erfahrungen und einfach mal das, was ich gesagt habe. Wer sich das damit beschäftigen möchte, beim Arch gibt es auf jeden Fall ein Metapaket dafür, was dann auf einmal das Steam, das Lutris und Bibliotheken für Wine und Proton installiert. Das würde ich auch machen. Das heißt Arch Gaming Meta, ist leider im Arch User Repository drin, aber patcht das nach oder installiert das nach, was man auch da wirklich haben möchte. Analog auch für die anderen Plattformen, aber da ist es in der Regel so, dass wenn man da zumindest das Wine, das große, installiert, dann berücksichtigt das auch die ganzen Bibliotheken auch im 32-Bit-Modus. Weil darüber bin ich mal zum Beispiel gestolpert, dass ich ein 32-Bit-Spiel ausgeführt habe und mir dann irgendwie aufgefallen ist, so der Ton fehlt. Ja, okay, gut, so ein Pulse Audio oder so ein Pipewire will auch dann die 32-Bit-Bibliothek haben, damit es auch Ton macht. Aber das ist etwas, da fällt man dann einmal drüber und wenn man das dann einmal eininstalliert hat, dann läuft das auch. Ich habe jetzt einfach wegen der Kürze der Präsentation noch ein paar ehrwürdige Erwähnungen, womit man sich noch beschäftigen kann. Es gibt Source Ports, das sind im Grunde genommen Source Codes, die angepasst wurden oder reverse-engineert wurden für alte Spiele. Da gibt es durch die Bank weg irgendwie, also es gibt sehr viele zum Beispiel für Doom und Doom 2, GTA, die älteren Teile haben auch mittlerweile Reverse-Engineerings bekommen. Da gibt es eine Liste dazu, die heißt zwar Mac Source Ports, aber die ist natürlich auch für Linux und für Windows vollständig. Und da ist dann dementsprechend die Liste drin. Das heißt, in der Regel brauchen dann nur die neuen Kopien dann oder die neuen Versionen brauchen nur die Spieldateien, die man sich dann von der bereits installierten Version dann holen kann und dementsprechend sich dann mit den ganzen Benefits dann beschäftigen kann. Es gibt die Möglichkeit der Emulation natürlich. RetroArch ist ziemlich vollständig bis zur 6. Konsolengeneration. Da reden wir also über GameCube und PS2 oder auch Heimcomputer-Emulation wie Amiga oder alten 860K Macs. Leider mussten wir uns von dem größten bisherigen Switch-Emulator verabschieden, RioJinx. Das hat sich erst kürzlich ergeben. Aber das ist auch eine Option, um super viele Spiele zu spielen und auch super, um halt einfach viel Zeit drin zu versenken. Wer den Riva-Tuner von Windows kennt, der wird Mango hat, sehr wertschätzen finden, weil es halt einfach so ein Ingame-Overlay ist für Spiele, um sich da ein bisschen Systemauslastung und sowas anzugucken. Das ist zum Debuggen eigentlich ganz cool, wenn man da mal irgendwie Probleme hat und nicht so weiß, woher die kommen. Da gibt es ein Zusatzprogramm, das heißt dann G-Overlay, damit kann man sich dann die Ansicht nochmal ein bisschen bearbeiten. Wer irgendwie so eine Kirmesbeleuchtung in seinem Rechner hat, der wird mit OpenRGB seine Freunde finden, weil man damit dann die ganzen Geräte schön farblich einstellen kann, wer das machen möchte. Das wird auch auf Windows und auf Mac unterstützt. Die Softwares, die es da manchmal gibt, die sind ja echt irgendwie überladen und das ist sehr schlank und frisst kaum Ressourcen zum Glück. Wer sich in der glücklichen Position sieht, ein Razer-Produkt zu haben und das einstellen will, da gibt es einen offenen Treiber. Nachdem irgendwie erst auf dem Mac es keinen Treiber mehr gab und dann auf Linux dann das dafür notwendig wurde, dann hat sich da jemand hingesetzt und da mal einen Treiber für geschrieben, was auch sehr gut ist. Und falls man Probleme hat, irgendein Spiel wirklich sinnvoll ans Fliegen zu bringen, es muss nicht immer Wine sein, es kann auch einfach sein, dass das Spiel noch mal ein bisschen Liebe braucht, da gibt es das PC Gaming Wiki. Da ist eigentlich jeder Was-wäre-wenn-Fall für ein Spiel im Besonderen durchaus beschrieben, auch mit Tricks, wie man zum Beispiel irgendwie im Widescreen-Modus da nochmal reingehakt bekommt. Das als gute Anhaltsstelle nochmal. So, ja, Quellen, meinetwegen. Und dann wäre ich jetzt mit dem formellen Teil erstmal durch, bedanke mich für eure Zeit. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne einfach stellen. Ja, vielen Dank, Maxi, für den tollen Vortrag. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum?
Du hattest ja erwähnt, dass es einige Spiele gibt, die auf Linux besser sind, manche auf Windows besser. Ja. Es gibt ja immer wieder Berichte, dass es ein paar Spiele gibt, wo die Entwickler beim Konsolenport das verkackt haben, sinnvolle Shader-Compilation hinzukriegen, das dann immer wieder ständig stottert deswegen und bei manchmal das Proton besser macht. Hast du davon mit selber Erfahrung gehabt, selber Spiele gehabt, wo das passiert? Ja. Oder spielst du? Okay. Zum Beispiel GTA 4 ist ja ein notorisch schlechter PC-Port gewesen und da läuft das Spiel tatsächlich besser, auch auf Windows, wenn man das einmal durch den Translation Layer von DirectX zu Vulkan durchschubst. Das heißt, wer es auf Windows spielen möchte und sich da mit seinem aktuellen Rechner immer noch in der schlechten Position sieht, das sinnvoll spielen zu können, einfach mal den DirectX Vulkan Layer mal hinzufügen und dann läuft das Spiel auf einmal deutlich besser. Das wird dann da teilweise dann auch abgefangen, solche Späße. So, ich glaube, da hinten habe ich nochmal eine Meldung gesehen. Wenn es um Spiele geht, die ein Anti-Cheat-Systeme haben, dann liest man im Internet öfter mal, dass die Entwickler einfach zu faul sind, ein Häkchen zu setzen, damit es auch ja. Linux-Support hast. Ist das denn, entspricht das der Wahrheit oder steckt da mehr hinter? Im Grunde genommen ja, wenn man sich das anguckt bei den Auflistungen von AVI Anti-Cheat jetzt, dann stellt man fest, dass es da eigentlich kein Muster gibt, ob irgendwie ein Spiel besonders gut oder ein Anti-Cheat besonders gut oder besonders schlecht läuft. Und wie man auch eben gerade an der Fehlermeldung vom EA Anti-Cheat gesehen hat, die prüfen also durchaus schon, auf welcher Plattform sie laufen und dementsprechend greifen sie auch dann ein und unterbinden dann die Ausführung. Nochmal zur vorletzten Frage, zur Performance von Windows-Spielen auf Linux. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel. Der Rocket League Windows-Client hat eine lange Zeit viel besser gelaufen als der Linux-Client. Und irgendwann hat Epic Games einfach aufgehört, den Linux-Client zu benutzen, weil Leute den Windows-Client benutzt haben, weil der über Proton schneller gelaufen ist. Also das gibt's auch. Hier unten haben wir noch eine Wortmeldung. Du hast was von Wine-Prefixen gesagt. Wie funktionieren die und was ist das? Ein Wine-Prefix ist im Grunde genommen ein gebündelter Ordner für die Umgebung, in dem die Anwendung drin läuft. Und in diesem Wine-Prefix gibt es also, wie man es von Windows kennt, ein Registry-Hive, in dem dann die ganzen Registry-Keys verwaltet werden. Es gibt eine virtuelle Ordnerstruktur, die dem eines in Windows entspricht. Und in diesem werden dann die Anwendungen installiert mit DLLs, also mit den Bibliotheken, mit den eigentlichen Programmen. Und diese sind dann entsprechend konfiguriert. Das heißt, ich kann in Wine zum Beispiel sagen, dieses Wine-Präfix ist ein Windows 95, was durchgepatcht ist. Und in diesem Präfix soll dann diese Anwendung ausgeführt werden. Weil es gibt ja auch manchmal Programme, die sehr genau darauf achten, auf welcher Windows-Version sie laufen oder auf neueren Windows-Versionen gar nicht laufen. Und das kann Wine mit diesem Präfix, wenn das da drin ist, dementsprechend abfedern einmal. So, wir haben jetzt noch Zeit für ein bis zwei Fragen, je nach Länge. Was ich auch noch gestolpert war, waren solche gepatchten Proton-Versionen. Ich glaube, Proton GE ist eine dieser. Wie ist der Stand damit? Lohnt es sich, das anzugucken? Und wie ist das Setup, falls du das gemacht hast? Im Lutris ist das eine Option in der Regel, welche Proton-Version oder Wine-Version man auswählen möchte. Das heißt, der Wechsel ist eigentlich relativ einfach. Man muss es nur halt das Präfix oder die Wine-Version einmal runterladen und dann taucht sie in der Auswahlliste auf. Es kann sein, dass ältere Versionen oder andere Zusammenstellungen dieser Version besser laufen. Das ist aber dann eher Tuning, wenn man da im Kleinstbereich dann eigentlich drüber spricht. Zu GE-Proton kann ich was sagen. Ich verwende es und ich habe einfach Proton-Up damit die Version hinzugefügt zu Steam. Ich benutze Flatpak Steam und das taucht dann in der Liste neben Proton Experimental und so auf. Und es kann aber Probleme haben, wo ich nicht weiß, ob sie gefixt werden. Zum Beispiel, wenn man World of Warcraft spielt, kann man eventuell keine deutschen Umlaute tippen. Und ich weiß nicht, an wem man ein Issue stellen muss, dass sowas gefixt wird, falls es so eine Stelle gibt. Ja, das ist ja dann der Maintainer, der ist irgendwie Glorious Eggroll oder sowas. Der macht auch den Game-Mode bei Linux, was ja dann so ein paar Kernel-Einstellungen übernimmt, dass dann die Reaktionszeit gesteigert werden soll angeblich. Das ist dann, ich glaube, sein GitHub-Projekt, in dem man das dann, oder sein oder ihr GitHub-Projekt, in dem man dann die Issues dann dazu stellen kann und sich da dann dementsprechend verwirklichen kann. Meine letzte Meldung, geht das noch? Eine ganz kurze. Ja.
kleine Korrektur. Dieses Lawrence Actual, das ist einfach eigentlich nur ein Wine. Anpassung wurde auch gesagt. Die meisten Probleme, die man damit hat, hat man im normalen Wine auch. Und wenn man Issues damit hat, es gibt es nicht auf GitHub, sondern nur in seinem Discord-Server anscheinend. Muss man wissen, ob man das benutzen will. Ja. Und der Game Mode ist tatsächlich nicht von Glorious Actual, das ist okay. Von Feral. Die okay. Machen Game Ports und die haben diesen Game Mode halt gebaut für ihre eigenen klar. Spiele eigentlich und den gibt es auch so für andere. Okay, alles da. Richtig Stellung. Gut. Ja, dann vielen Dank, Maxi. Wenn ihr noch Fragen habt, ich denke, Maxi wird noch ein bisschen hier sein auf der Veranstaltung. Und dann wünsche ich mir noch mal einen großen Applaus und vielen Dank.